Im Hochsommer 2010 in einem Wald in Berlin wird die Jugendrichterin Kirsten Heisig tot aufgefunden. Sie war Deutschlands prominenteste Richterin. Ihr Tod beschäftigt das ganze Land. Es kursieren Spekulationen von Entführung und Mord. Nach Tagen der Suche steht fest, Kirsten Heisig hat Selbstmord begangen. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass sie also in ihrem Kopf bewegt, ich bringe mich um. Das war mir sehr, ganz fremd, ist es mir heute noch. Das war eher Unglaube, weil sie nicht für mich der Mensch war, der dazu neigt, den Freitod zu wählen. Umso unbegreiflicher, wenn jemand so vital und so tatkräftig wie sie war, also die so klare Ziele hatte. Und eben gerade so erfolgreich war. Kirsten Heisig, die Erfolgreiche. Kirsten Heisig, die Umstrittene. Sie will schneller urteilen, harte Strafen verhängen, auch schon bei kleinen Delikten. Sie bekommt bald das Etikett Richterin gnadenlos. Den Kritikern ist sie zu engagiert, zu fordernd, zu sehr von sich überzeugt. Es kommt nicht überall gut an, wie sie denkt und was sie verkündet. Die Brutalität hat extrem zugenommen, besorgniserregend. Selbst ich, die das 16 Jahre lang macht, ist teilweise schockiert darüber, in welcher Art und Weise jetzt vorgegangen wird gegen die Opfer. Es sind fast immer Waffen im Spiel. Das heißt also Schlagringe, Baseballkeulen. Es wird bevorzugt auf den Kopf geschlagen. Es werden Zähne ausgeschlagen. Das Ganze wird auf Video gefilmt. Wir haben genug Gesetze, wenn wir die konsequent durchziehen. Ich meine, wir können Jugendstrafen bis zu 10 Jahren verhängen. Das reicht. Kirsten Heisigs Revier, der soziale Brennpunkt Berlins, Neukölln. Sie war ja nun eine besonders zierliche Person, die in der Zeit, in der ich sie kannte, auch immer dünner wurde. Also als würde sie sich von innen aufzehren. Und der Widerspruch ihrer physischen Erscheinung mit der unheimlichen Kraft, die sie eigentlich ausgestrahlt hat, und mit der Energie und mit der Klarheit, mit der sie da ihren Weg gegangen ist, das war manchmal fast unheimlich. Also sie hatte die Kraft eines Bulldozers und war aber so eine Person. Im Justizapparat fällt sie auf. Äußerlich eine schmale Person, aber als bekannte Richterin hat ihr Wort Gewicht. Auch ihr Mann arbeitet im Gericht als Staatsanwalt. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter. Hat sie immer wieder gesagt, ich will, dass meine Töchter später auch in einer so schönen Welt leben können, wie sie selber das, also jetzt bezogen auf Deutschland, erlebt hat. Sie will das bewahren. Und sie will nicht, dass in den Großstädten Deutschlands die Dinge umkippen, die Autorität der Lehrer immer weniger wird, die Autorität des Staates immer weniger wird und sich dann dieses Unterschichtsproblem derart breit macht. Kirsten Heisig war nicht Mutter Teresa in Leid. Nein, 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 das war sie bei weitem nicht. Sie war schon eine Frau auch der klaren, unmissverständlichen Worte wie Taten. Im Amtsgericht Berlin sorgt das Neuköllner Modell für Diskussionen. Es sieht vor, Strafverfahren bei Jugendlichen zu beschleunigen und dafür bereits bestehendes Recht zu nutzen. Doch der Justizapparat ist ein System, das die Veränderung nicht unbedingt will. Es gibt Widerstände. Kirsten Heisig ist schlau genug, sich Verbündete zu suchen, auch außerhalb des Systems. Menschen, die an der Basis arbeiten, die mit dem Umfeld ihrer Täter zu tun haben. Der Integrationsbeauftragte Neuköllns, Arnold Mengelkoch, wird ein enger Wegbegleiter und ist von Anfang an auf Heisigs Seite. Dann musste erst Frau Heisig kommen und gegen den Strom schwimmen. Ne? Also in einer deutschen Verwaltung gegen den Strom zu schwimmen, ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Da braucht man schon entweder eine Menge Courage oder einfach ein ganz gutes Netzwerk. Oder beides. Einmal allerdings war ich selbst dabei, als
ein Sprecher der Jugendrichter sie vor versammelter Mannschaft mit der politischen Ebene der Stadt und der Polizeiführung madig machte, dass das alles überhaupt nicht erforderlich sei, dieser Wirbel, den sie veranstaltet mit den beschleunigten Verfahren, dass das alles längst bekannt und gute Übung in der Stadt sei und sie da so richtig in die Pfanne gehauen hat. Und dann sollte es in Erinnerung bleiben, dass diese tolle Frau sich hingesetzt hat und sich von ganz vielen Richterkollegen einfach abgesetzt hat. Was manche ja Richterkollegen nicht so toll finden. Was sucht ein Richter in der Öffentlichkeit? Wir haben in unserem Büro zu sitzen. Wir haben die Akten zu bearbeiten. Wir haben Recht zu sprechen. Aber wir haben nicht uns um die Veränderung der Welt zu bemühen. Die meisten Täter, mit denen es Kirsten Heisig in Neukölln zu tun hat, kommen aus arabischen Ländern oder der Türkei. Auch das betont die Richterin öffentlich und eckt damit an. Ob Ausländer oder Deutsche, sie will die jugendlichen Intensivtäter von der Straße holen, so früh es geht. Einer dieser Jugendlichen ist der 16-jährige Gibran. Auch er stand als Angeklagter vor Kirsten Heisig. Was habe ich gemacht? Alles. Betrug, Körperverletzung, räuberische Erpressung. Hausfriedensbruch, Diebstahl, was gab's noch? Verstoß gegen das Waffengesetz, illegaler Waffenbesitz, alles. An die erste Begegnung mit seiner Richterin erinnert sich Gibran bis heute. Ja, also ich wurde im Vorfeld von meinen Freunden gewarnt, dass sie eigentlich sehr nett aussieht, aber richtig knallhart sein soll. Dass sie jeden, der zu ihr kommt, direkt ins Arrest steckt. Egal, was für eine Straftat er begangen hat. Und das war mein erstes Gericht mit ihr da. Ich hatte Angst natürlich. Ich bin hingegangen und ich habe sie gesehen. Ich habe so ihr Blick gesehen, so streng, wütend, aber auch eine Seite so, sie war müde ein bisschen. Und dann habe ich gemerkt, aber sie sah ein bisschen freundlich aus. Dachte ich mir, okay, sie wäre jetzt nett, sie wird mich jetzt retten. Und dann hat sie sofort Arrest, Antigewaltseminar, Schulweisung, die Weisung zu Stopp. Ich habe alles direkt bekommen, obwohl es mein erstes Gericht war. Gibran muss auf Anweisung der Richterin zum Stopp-Projekt, eine Einrichtung, die sich um schwer erziehbare, straffällig gewordene Jugendliche kümmert. Die Mitarbeiter dort fühlen sich von Kirsten Heisig zwar unterstützt, vor allem aber auch kontrolliert. Interessanterweise habe ich sie so erlebt, dass sie schon sehr ehrgeizig ist, sich, wenn sie sich etwas vornimmt, auch daran setzt. Teilweise fand ich ihr Engagement, was sie zeigte, war ja auch wirklich über das Verlangte hinaus. Sie hat mit diesem Überengagement sich jetzt nicht nur Freunde gemacht, auch sie ist auch Menschen auf den Füßen getreten, auf den Schlips getreten. Sie sagte auch immer, Justiz ist nicht nur das Ende der Kette, sondern auch die Justiz, auch wir Richter haben einen präventiven Gestaltungsauftrag. Auch wir müssen versuchen, Einfluss zu nehmen. Und deswegen gab sie sich ja mit den Verhältnissen nicht zufrieden, wie sie sie vorfand. Kirsten Heisig sucht den Kontakt zu der Welt, aus der viele ihrer jugendlichen Täter kommen. Will wissen, wer die Eltern sind, warum aus den Kindern irgendwann Gewalttäter werden. Bei libanesischen Großfamilien gelingt ihr der Zugang kaum. Aber bei der türkischen Vätergruppe in Neukölln bewundert man die engagierte deutsche Richterin. Und sie weiß, hier sitzen die Autoritäten der Familien. Hier sitzen die Männer, die Einfluss auf ihre Söhne und die gesamte Community haben. Sie hatte gesagt, es ist unsere gemeinsame Aufgabe, dass wir gemeinsam in dieselbe Richtung marschieren, in dieselbe Richtung arbeiten und jeder soll... Es tut mir leid, dass ich als Richterin ihre Kinder wegsperren muss. Aber ich muss das tun, damit sie sich besinnen. Und dieses Bild hat sie vermitteln wollen. Ja, sie hat als erstes, als eine Richterin, die im Hohen Amt sitzt, zu den Kriminellen den Kontakt aufgesucht. Das ist ja auch sehr wichtig, dass nicht viele machen. Das ist ja auch sozial engagiert. Und davon bräuchten wir mehr. Und das war die einzigste,
Leider hat sie sich umgebracht, aber ich... Aber die lebt immer noch in dem Herzen. Und dieses soziale Engagement, was sie uns beigebracht hat, wollen wir weiterführen. Noch Monate nach ihrem Tod herrscht bei den Vätern Trauer. Heisigs Kritik wurde als Ansporn, ihre Unermüdlichkeit nicht als Bevormundung empfunden. Sie war nicht nur Schreibtischtäterin und sie wusste, wovon sie redete. Und sie hat ja die Bedingungen, Voraussetzungen, unter denen diese Jugendlichen leben mussten, hat sie immer mit berücksichtigt. Und sie hat sich in die Lage von denen reinversetzen können. Neukölln ist ein Stadtteil mit hoher Kriminalität, großen Konflikten zwischen Deutschen und Einwanderern. Die Botschaft der Jugendrichterin: Verständnis für das soziale Umfeld, aber das Bestehen auf die Einhaltung deutscher Werte und Gesetze. Die Klientel reicht vom Schulschwänzer bis zum libanesischen Familienclan. Kirsten hat sich ja damals sogar innerhalb Neuköllns zielgerichtet so ziemlich das dickste Problemfeld herausgesucht. Sie wollte zuständigkeitsmäßig auch dorthin, wo sie dann hingekommen ist, und hat sich dann da getummelt. Kirsten Heisig erlebt die Großstadt erstmals als Achtjährige. Weil es viele Probleme im Elternhaus gibt, wird sie aus der beschaulichen Heimat in Krefeld für einige Zeit zu den Großeltern nach Berlin geschickt. Ein Einschnitt im Leben des Kindes. Also so viel ich mitgekriegt habe, auch in Gesprächen mit ihr, war ihr Verhältnis zu ihren Eltern in ihrer Jugend jedenfalls nicht ohne Spannung. Und ich glaube, dass vieles von ihrem Ehrgeiz, den sie ja auch hatte, und dem sich durchsetzen und beweisen, dass sie es kann, auch aus diesem Konflikt herrührt. Also dass sie sich da irgendwie unterschätzt fühlte oder missachtet. Und ich weiß nicht, wie das war, als sie erwachsen war, aber in ihrer Jugend muss das eine Rolle gespielt haben. Und dass sie dann Richterin wurde und dass sie dann auch noch eine berühmte Richterin wurde. Ich glaube, das war auch wichtig für sie, dass sie so erfolgreich war. Kirsten Heisig genießt ihre Rolle in der Öffentlichkeit, aber leidet an den Verhältnissen. Das Leben der Kinder in sozialen Brennpunkten ist ihr Thema. Besonders die Generation von gewaltbereiten Jugendlichen treibt sie um. Die Jugendlichen, die eben soziale Probleme haben, erheblich zugenommen haben, von der Anzahl her. Ja? Die gehen nicht zur Schule, die Eltern kümmern sich nicht. Die Jugendämter sind überfordert zum Teil. Und dann trifft man sich nachmittags auf irgendeinem Fußballplatz mit Personen, die dieselben Probleme haben. Und daraus resultieren dann die entsprechenden Gewaltbereitschaften, ja, die sich dann entwickeln aus dieser Situation. Einfach aus Frust, aus Langeweile, aus desinteressierten Eltern, überforderten Lehrern und Ämtern. Das ist dann eine ungesunde Mischung. Gewaltbereite Jugendbanden. Traditionell geprägte Familienstrukturen, in denen Frauen kein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben haben. Die muslimisch geprägte Parallelwelt, das Macho-Verhalten sind Kirsten Heisig zuwider. Uns wird langweilig, dann denken wir, okay, lass ein Ding machen. Und diese, auch wenn man persönlich nicht will, diese Gruppendynamik bringt einen dazu, Blödsinn zu machen. Man will, man muss sozusagen, um nicht als Außenseiter zu gelten. Hinter vielen Akten Fälle von Gewalt. Und Kirsten Heisig hat viele Akten. Die Brutalität der Intensivtäter macht sie, auch als Mutter zweier Töchter im Teenageralter, besonders wütend. Die Verrohung dieser Jugendlichen und die Leiden der Opfer. Damit haben auch enge Kollegen zu kämpfen. Mitunter hat man eben auch sehr junge Täter, die nicht nur schwere Straftaten begehen, sondern auch dann, da wird es dann am übelsten eigentlich, wenn es dann in solche über Stunden währende Quälorgien fast, wenn es in diese mündet, wo dann häufig auch noch mit geschlechtlicher Misshandlung, ich will es mal so nennen, wo dann Dinge in Körperöffnungen eingeführt werden und dergleichen, wo dann Leute vielleicht auch,
wo man auf sie uriniert und solche Dinge, wo